Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Ach, ihr genießt den Ausblick, ich verstehe. Nein, wenn sie nicht in die Default Post gefangen genommen worden, aber okay. Wir machen weiter. Muss ich auch das machen. Das Interessante bei diesen Minispielen ist ja, sollte man eins verkacken, gibt es ja manche Stellen, die man nicht mehr wiederholen kann. Da muss man mit leben, dass man verkackt hat. Aber bei solchen Stellen, da muss man ja gewinnen. Ja, den jetzt die Schlitze rissen. Hier spricht der berühmte Hüller. Dem Himmel sei Dank, dass Sie hier sind. Meine Crew ist verrückt geworden. Ich bin gerade erst freigekommen. Wer ist es wirklich? Verdammt. Gerade erst freigekommen? Er will seinen Arsch retten. Scheint mir auch so. Die alten Leichen wurden wohl zur Warnung aufgestellt. Neueren wurden einfach liegen gelassen, wo sie gefallen sind. Die Jäger haben angefangen zurückzuschlagen. Dritter Schuss! Ein paar Max, das ist nicht das Problem. Oh, und den kriegen wir ruckelnd kaputt. Vorsicht! Ja. Die Schwerkraft ist ganz schön fies, was? Mein Verbündeter, die feindliche Truppen haben angegriffen. Brandkit kann man nicht einsetzen. Kannst du rüberholen. So. Ach, ist ja noch einer. Ah, nerv mich mal. So, also mich was wohl damit, oder? Beschäftigt halten sie ablenken, aber es wird immer gefährlicher. Zum Glück sind sie jetzt hier. Er hatte seinen Spaß und jetzt will er weg. Dreckskerl. Tja, aber konfrontieren werden wir die Guten noch. Was ist Teil denn noch? Wir sind bald da. Noch mehr von den Viechern. Wir können ja mal unsere neue Waffe einsetzen. Irgendwie checke ich nicht den Einsatz dieser Waffe. Die macht nichts. Das ist keine gute Deckung, Kali. Achso. Einfach so verheizen. Dieses Ding ist nicht mein Vater. 103%. Die Frage, funktioniert das Teil?
Oh. Okay. Ich weiß, was es ist. Es macht sehr viel Bumm. Scheiße. Ist ja dumm. Oder auch nicht. Bam. Schluss jetzt mit den Spielereien. Ich muss meinem Vater in die Augen sehen. Ich will hören, wie er das alles hier rechtfertigt. Aber das war mal ein Bubenmacher, ey. Okay. Muss also zu 100% aufgeladen sein, bevor es zündet. Gott, aber holy shit, ey. Gut, kann man einsetzen, wenn man so viele Feinde vor seiner Fresse hat, dass man nicht keine Möglichkeit hat, aber ist jetzt keine Waffe, die ich unbedingt haben will, weil, eine schwere Waffe will ich eigentlich haben für schwere Einheiten. Gezielt dafür. Und nicht für Massenzerstörung. Gut. Gehen wir mal zu Ronald Taylor. Ich glaube, er hat keine Wachen mehr. Ja, da eiert er rum. Hier noch was? Ne. Sie sind hier. Ich wusste, dass eine ordentliche Truppe es problemlos schaffen würde. Tut mir leid, dass die Mechs ihre Panzerung ein bisschen in Unordnung gebracht haben. Ich besorge Ihnen was Hübsches, wenn wir wieder im Gebiet der Allianz sind. Ich erwarte nicht unbeträchtliche Gehaltsnachzahlungen. Was ist mit Ihrer Crew? Amtierender Captain. Total Verlust. Die giftige Nahrung hat sie alle durchdrehen lassen. Sie haben mich bei einer Art Ritual hier aufgestellt. Es war die Hölle, auf eine Chance zu warten, endlich ein Signal absetzen zu können. Was Besseres fällt Ihnen nicht ein? Lassen Sie immer zu, dass Ihre Leute Widerworte geben? Ach, wer singt sie überhaupt? Kommando Shepard von der Normandy. Mr. Taylor kennen Sie ja vermutlich schon. Taylor? Jacob? Nein, nicht Jacob. Warum nicht? Was hier 10 Jahre lang abgelaufen ist, würde auf niemanden in der ganzen Galaxie anders wirken. Du musst verstehen, das bin nicht ich. Die Erfordernisse eines Führungspostens verändern dich. Und ich war dafür noch nicht bereit. Ich habe dafür gesorgt, dass du alles Nötige weißt, bevor ich wegging. Ich hatte gehofft, damit wäre es erledigt. Mit mir kann man wirklich reden, Captain. Aber 10 Jahre? Was ist geschehen? Verdammt nochmal! Warum hast du das deiner Crew angetan? Es gab Widerstand gegen den Plan. Eine Meuterei. Wir mussten hart durchgreifen, um Ordnung zu halten. Und die Dinge haben sich wieder beruhigt. Als der Verfall losging, haben wir dafür gesorgt, dass die Crew es bequem hatte. Manche schienen sogar zufrieden zu sein als vorher. Unwissenheit ist dein Segen, richtig? Und sie waren dankbar dafür, dass sie geführt wurden. Es war wie ein Instinkt. Mit totaler Autorität war es einfach. Zunächst. Nach einigen Monaten senkte der Effekt alle Hemmschwellen. Sie wollten ein Revier. Rang und Vorschriften bedeuteten ihnen nichts mehr. Wir mussten ein Herrschaftssystem etablieren. Nach einer Weile war anscheinend alles wieder normal. Ist das alles? Du hast einen Harem geschaffen und König gespielt. Und 10 Jahre lang in einer Pubertätsfantasie gelebt? Ich weiß nicht mehr, an welchem Punkt plötzlich alles schief ging. Aber als das Signal bereit war, schien es mir keine gute Idee mehr zu sein, die Vorfälle publik zu machen. Tja, warum wohl, ne? Was ist mit den anderen Offizieren geschehen? Anders hat sein Gewissen etwas zu spät entdeckt und konnte nicht mehr zurück. Er hatte einen Unfall. Die Lage wurde heikel. Am Ende war ich nun mal der mit den Mechs. Die Exempel, die ich statuiert habe, waren ein wenig radikal, aber als sich alles wieder beruhigt hatte, war ich freundlich zu meinen Leuten.
Ich hatte mir ein wenig Frieden verdient. Du bist mit deinen Leuten umgesprungen, als wären sie Spielsachen. Gegenstände. Die Vorräte vom Schiff konnten nicht ewig reichen. Sie mussten wissen, dass es eines Tages vorbei sein würde. Wenn man alleine ist, halten die Vorräte länger. Außerdem gibt es unangenehmere Aussichten für den Ruhestand, als die Kleider auszuziehen und sich den Sabberen anzuschließen. Das war natürlich, bevor die Jäger auftauchten. Dumm oder nicht, ich würde es merken, wenn sie mich in die Finger bekämen. Sie wollen Blut. Und ich würde meins lieber behalten. Alles ist nur deine Schuld. Einfach alles. Was hat die Männer dazu veranlasst, sich zu verändern und sie zu bedrohen? Auf diesem Planeten gibt es seltsame Zyklen. Ich habe hier Pflanzen gesehen, die es nirgendwo sonst gibt. Seltsame Wettererscheinungen. Vielleicht haben sich einige von uns ein bisschen zu gut angepasst. Und wenn du sie wie Tiere behandelst, dann werden sie zu Tieren? Hatten sie kein Verantwortungsgefühl? Wollten sie nicht um ihrer Familie willen von hier weg? Ich habe ihm einen guten Start ermöglicht. Er war ein kluges Kind. Und es war besser für ihn, mir nicht zu folgen. Das hatten wir herausgefunden, lange bevor ich Aufträge im Weltraum annahm. Und nachdem die Lage hier eskalierte, schien es mir das Beste zu sein, ganz von der galaktischen Sternenkarte zu verschwinden. Bis du jemanden gebraucht hast, der deinen Arsch rettet. Ich werde das keinesfalls durchgehen lassen, Taylor. Sie werden dafür bezahlen. Wie viel wird er zahlen? Wie viel sind alle diese Leben wert? Wer will das ausrechnen? Sein Leben ist es nicht mal wert, dass man deshalb den Finger im Abzug rummacht. Ich weiß nicht, wer du bist. Der Vater, den ich kannte, bist du jedenfalls nicht. Das ist extrem cool, ist diese Antwortmöglichkeiten. Wir können ihn vom Gesetz verordnen. Wir können ihn einfach hier lassen. Wir können ihn erschießen. Das ist übel, ey. Wir bringen ihn vor ein Allianzgericht. Für jedes Jahr hier wird er 10 bekommen, in denen er über alles nachdenken kann. Er wird alle Zeit der Galaxie brauchen. Denn wer so etwas tut, hat keine Ahnung mehr von richtig und falsch. Tut mir leid, Jacob. Ich habe mein Bestes getan. Vor 10 Jahren hätte ich das noch geglaubt. Tja, anscheinend ist er wohl eher auch mit durchgedreht, ohne die Nahrung zu bekommen. Überlebenden werden Allianzpersonal Unterstützung durch Servus behandelt. Zum Glück scheint Taylor die Erfahrung psychisch gut verarbeitet zu haben. Jacob hat seinen Vater abgeschlossen und ist nun da, kann sich nur vor, ich muss nur konzentrieren. Er hat seinen Vater abgeschossen, verdammt! Habe ich für immer gemacht, ihn vor Gericht zu stellen, deswegen, weil jetzt zu erschießen, wenn er 10 Jahre lang so eine Scheiße gebaut hat, ist nicht eigentlich nicht verdient, den kurzen Moment einfach abzunippeln. Na, kann er ruhig hin, oder er bleibt einfach da, kann man auch machen. Allianzschiffe sind auf dem Weg hierher, um Captain Taylor und seine Crew abzuholen, Commander. Bis sie ankommen, sind wir längst weg. Sie sollen nicht mal unsere Rücklichter sehen. Wird gemacht. Was soll das heißen? Sie waren es nicht. Jacob, wenn ich die Information über die Gernsback hätte durchsickern lassen, würde ich angesichts ihrer Lösung der Situation jetzt lächeln. Ich lächle aber nicht. Nichts passiert auf diesem Schiff, meinem Schiff, ohne einen Bericht darüber an Sie. Ich hatte genauso wenig Veranlassung zu glauben, dass Jacobs Vater noch lebt wie er selbst. Aber es freut mich zu erfahren, dass Sie die Situation gemeistert haben. Also schön. Sie waren es nicht. Wer dann? Ich war's. Das passt. Wer sonst hat Zugriff auf die Kanäle von Cerberus? Es war nicht mal geheim oder so, nur seltsam. Es gab mal eine Zeit, als das für sie von Bedeutung war. Die Information loszuschicken war wie das Einlösen eines alten Versprechens. Und ich halte meine Versprechen. Miranda, wir besprechen Ihre liberale Auslegung des Sicherheitsprotokolls unter 4 Augen. Shepard? Jacob? Ist alles in Ordnung, Jacob? Alles unwichtig, Shepard. Captain Taylor kann auch im Knast verrotten. Es ändert nichts daran, wer ich bin oder was ich weiß. Den Mann, der er einmal war, habe ich längst betrauert. Vermutlich war er als Vater gut genug. Denn nicht mal er kann ruinieren, was er mir früher mal beigebracht hat. Sie hatten keine Ahnung, dass Miranda dahinter steckte? Nein.
Sie hat ein gutes Gedächtnis. Selektiv, aber gut. Ich hatte an diese Zeit schon ewig nicht mehr gedacht. Trotzdem weiß ich nicht, was für ein Versprechen sie meinte. Ich will es eigentlich auch gar nicht wissen. Sie verdient einen besseren Mann als mich. Kommen Sie, wir haben noch einiges zu tun. Zu Befehl, Commander. Shepard, danke für die Hilfe. Jederzeit, Jacob. Ja, auch so eine Information, dass Jacob mal was von Miranda wollte oder dass da mal was lief zwischen denen, aber jetzt ist. Und dass Miranda die Information hat durchsickern lassen, warum auch immer. Aber es wird auch nicht weiter aufgegriffen, insofern bleibt es dabei erstmal liegen. Gut, wir haben Waffen-Upgrades, wir können die Schwerpistole noch einmal erhöhen. Und damit können wir die schwere Schisspanzerung aussetzen. Ui. Schwere Schisspanzerung. Ja, das sind jetzt die Verbesserungssysteme für die Normandy. Die bringen uns eigentlich gar nichts. Allerdings sind sie in der letzten Mission von Vorteil, weil da verhindern sie, dass das Schiff auseinanderbricht und unsere Crewmitglieder, ja, ohne auf Mission zu sein, einfach abnippeln. Werden wir in der letzten Mission merken und werden wir natürlich dran schrauben, weil es kostet nichts und das ist cool. Bis davon gibt es einen Codex-Eintrag dafür. Wir müssen das auch durchlesen. Aber erst noch ein kleines Gespräch hier. Danke für den Abstecher zu Gernsback, Shepard. Ich weiß es zu schätzen, dass ich die Sache in Ordnung bringen konnte. Vielleicht nicht die beste Methode, Neuigkeiten über die Verwandtschaft zu erfahren. Aber ich bin froh, dass es erledigt ist. Was brauchen Sie? Ich bin daran interessiert, Sie besser kennenzulernen. So schnell? Ich bekomme solche Gespräche ungern aufgezwungen, Shepard. Lassen Sie uns das verschieben. Wir sprechen später. Commander. Gut, dann warten wir noch ein, zwei Missionen, bevor wir mit ihm reden können. Mit ihm können wir theoretisch auch eine Romanze durchführen, deswegen gibt es da gewiss noch ein, zwei Gespräche, die ich machen kann, bevor ich da Halt mache. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Das wollte ich wissen. Zurück zum Lager der Frauen. Ach ja, Dark. Lieber Mensch, der Klammführer hat befohlen, ich soll mit Ihnen Kontakt aufnehmen. Ich kann mich kaum noch an etwas erinnern. Aber der Kommandant der Kundschafter hat gesagt, Sie hätten meine Eier aus der Schießszene gezogen, als ich darüber drüben im Verloc Ella gefangen und vergiftet wurde. Danke dafür. Wenn ich dieses Mal die Gelegenheit habe, einen Menschen zu töten, werde ich es nicht tun. Außer ich kriege einen Blutrausch oder so. Wie freundlich. Nach meiner Genesung durfte ich ins Lager der Frauen und das war ziemlich gut. Ich hatte mir schon überlegt, zum Bloodpack zu gehen, aber jetzt bleibe ich doch lieber hier. Na dann. Gut, dann möchte ich sagen, wir haben Codex. Oh, Primär haben wir sogar was Neues bekommen. Sehr fein. Die Menschen entdeckten den erdähnlichen Planeten Aea über Telemetrie im Jahr 2165. Nachdem Sonden Leben meldeten, üppige Vegetation, große Frischwasservorräte und atembare Luft, erklärte die Allianz den Planeten zur Gartenwelt mit Kolonisierungspriorität. Unter dem Kommando von Captain Ronald Taylor landete das Forschungsschiff Hugo Gernsback 2173 auf der Dschungelwelt. Kurz darauf brach jeglicher Kontakt ab. Obwohl das genaue Schicksal der Crew der Hugo Gernsback nicht bekannt ist, wird davon ausgegangen, dass alle tot sind und ihr Schiff zerstört wurde. Wobei ich jetzt hier die Story ein bisschen kritisieren muss. Wenn man diese Welt als Kolonialsie-Prioritätspunkt 1 gelegt hat und man schickt da ein Schiff zur Probenentnahme quasi hin, warum hat man dann kein Team losgeschickt, um das Ding mal zu suchen? Ich meine, Oberflächenscan müsste doch so das Schiffchen entdecken können, oder? Naja, egal. Die Silaris-Panzerung der Asari kann sogar der gewaltigen Hitze und kinetischen Energie von Raumschiffwaffen widerstehen. Der Grund für ihre unübertroffene Festigkeit liegt im Hauptmaterial begründet. Ein Gewebe aus Kohlenstoff-Nanoschläuchen und durch chemische Gasphasenabscheidung hergestellte Diamanten. Setzt man dieses Gewebe dem Quetschprozess in Masseneffektfeldern aus, werden die Schichten zu einem unfassbar dichten Material zusammengepresst, das extremen Temperaturen standhält. Der Prozess kompensiert außerdem die spröde Natur normaler Diamanten. Diamantenpanzerung hat allerdings zwei klare Nachteile. Erstens,
Die Preise für Nanoschläuche und die Herstellung von CGA-Diamanten sind zwar in den letzten Jahren gefallen, aber es ist nach wie vor nahezu unbezahlbar, Raumschiffe oder Flugzeuge, die größer als ein Jäger sind, mit dem Silaris-Material auszurüsten. Zweitens, die Panzerung wird an der Außenstruktur des Schiffes angebracht und eine Waffe mit ausreichend Feuerkraft kann trotzdem durch Schockwellen die Metallschichten darunter zerstören. Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass Silaris-Panzerung wegen der Diamanten glitzert. In Wahrheit ist die Farbe eher metallisch grau oder gelblich aufgrund von Stickstoffunreinheiten in der Atmosphäre während der extrem heißen Schmiedephase. Und trotzdem eine sinnvolle Panzerung. Haben wir auf jeden Fall jetzt mal drauf geklatscht. Gut, sekundär. Wir wollten ja hier noch weitermachen mit den Technologien. Biotik, ja, die können wir abschließen, nehme ich mal direkt. Ausbildung. Biotische Implantate und Verstärker geben dem Biotiker nur das Potenzial zur Erzeugung koernter Masseneffektfelder. Ob er es dann noch tatsächlich kann, hängt größtenteils von der Ausbildung ab. Biotiker müssen lernen, ihr Nervensystem bewusst zu kontrollieren und gezielte elektrische Impulse an die MNCO-Knoten ihr Nervensystem zu senden. Bei der Ausbildung lernen sie ihre Implantate und Verstärker mit Hilfe von Biofeedback-Geräten zu... ist das wirklich ein Wort? Techniken einzusetzen. Gesten oder Muskelkontraktionen lösen dabei bestimmte Impulse an Nervenbahnsegmente aus und aktivieren dadurch einzelne Fähigkeiten. Das erste Unternehmen, das die derartige Biotik-Ausbildung entwickelte, war Conatex Industries mit dem Programm Biotische Akklimatisierungs- und Aktive Temperenz. Das BAT-Programm liefert zwar nicht das gewünschte Resultat, aber Teile davon werden auch heute verwendet. Deshalb beschäftigen sich viele Institutionen der Menschen mit der Entwicklung eines biotischen Supersoldaten. Meist geht es dabei nur darum, den Truppen zu mehr Flexibilität zu verhelfen. Allerdings gibt es auch andere, abseits der Öffentlichkeit agierende Gruppen, die auf skrupellose Weise die Art Übermensch erschaffen wollen, wie schon es Nietzsche vorschwebte. Nietzsche. Super. Superbiotika Jack und so, ne? Biotik-Verstärker. Biotiker manipulieren Masseneffektfelder mit Dutzenden von Elementsiboknoten in ihrem Nervensystem, die auf elektrische Impulse des Gehirns reagieren. Über Verstärker können die Biotiker die Knoten synchronisieren und so Felder einsetzen lassen, die stark und weitreichend genug für einen praktischen Einsatz sind. Verstärker verbessern eine spezielle Fertigkeit oder ein Talent. Ein Implantat ist ein chirurgisch eingepflanztes Interface-Port, in dem die Verstärker eingesteckt werden. Bei Menschen wird dieser Port aus praktischen Gründen meist am Hinterkopf eingesetzt. Allerdings müssen die Träger darauf achten, dass er nicht verschmutzt. Implantatports können eine Vielzahl von Verstärkern aufnehmen. Und der Markt für Modifikationen und Zusatzmodule wächst. Die qualitativ hochwertigsten Implantate und Verstärker werden von den Asari gebaut. Ach, wen wundert's. Aber auch die L3-Implantate der Allianz, die zum ersten Mal 2170 eingepflanzt wurden, sind ein deutlicher Schritt nach vorne. Und das Leben als Biotiker. Biotiker besitzen außergewöhnliche Kräfte, dazu aber auch mit Unannehmlichkeiten leben. Dazu zählt maßgeblich eine angemessene Ernährung. Die Energie als Erzeugung biotischer Masseneffekte wird aus dem Stoffwechsel gewonnen. Biotiker sind daher für ihren ausgeprägten Appetit bekannt. Während normale Allianz-Soldaten eine tägliche Nahrungsration mit 3000 Kalorien beziehen, erhalten Biotiker 4500 Kalorien und 40 einen hochwertigen Energy Drink, um sich nach harten Einsätzen schneller zu erholen. Ah, Monster Energy. Schmeckt scheiße. Ein weiteres Problem ist die statische Aufladung. Genau wie die Antriebskerne eines Raumschiffes bauen Biotiker eine statische Ladung auf, die entladen werden muss. Meist ist es Berühren von Metall. Leider haben biotische Menschen auch mit den Unterstellungen und der Missgeburt ihrer Umwelt zu kämpfen. Wie zum Beispiel dem weit verbreiteten Irrtum, Biotiker könnten Gedanken lesen und manipulieren. Für Menschen, die aus philosophischen oder religiösen Gründen Genmodifikation und Kybernetik ablehnen, repräsentieren Biotiker die Entmenschlichung der eigenen Spezies.
Beim Militär dagegen sind Symbiotika immer gern gesehen und werden Privilegien geködert, damit sie sich verpflichten. Der Rest ist Computer. Ja, ich überlege gerade, machen wir da noch ein bisschen was? Wir können mal vom Unterhalb loslesen, die Computer erstmal lassen. Warum eigentlich nicht? Sicherheitsmax, davon haben wir so einige mitbekommen bis jetzt. Der Tod von Tausenden von Sicherheitskräften und Soldaten bei der Schlacht um die Citadel war ein Verlust, der die ganze Galaxie schockierte. Ein Großteil des entsprechenden qualifizierten Personals wurde danach als Ersatz auf die Citadel versetzt. Und die Sicherheitsfirmen füllten die so entstandene Lücke durch unbemannte Sicherheitsroboter in großer Zahl. Sie werden im Allgemeinen als Mechs bezeichnet, wobei es leichte und schwere Varianten gibt. Leichte Mechs werden in verschiedenen Größen geliefert und sind meist in ihren Greifhänden zu erkennen, die ihnen ihre vielseitigen Sicherheitsaufgaben erleichtern. Schwere Mechs haben keine Greifhände. Es handelt sich dabei um eine reine Waffenplattform, die in gefährlichen Gegenden für Ordnung sorgen soll. Der vierbeinige Hundemech, das scheiß Vieh, hat ein Gesicht mit Suchsensoren und ist bewaffnet, falls ein Schmuggler der Festnahme sich widersetzt. Ein normaler Sicherheitsmech verfügt über eine sehr begrenzte virtuelle Intelligenz. Haben wir gemerkt. Seine Aufgabe ist eindeutig und klar umrissen. Üblicherweise ist Bewachung eines bestimmten Areals unter Anwendung einer Freund-Feind-Erkennung, um Unbefugte fernzuhalten, sowie einigen vorher aufgenommenen Befehlen, um besagte Unbefugte zu warnen und zum Verlassen aufzufordern. Ja, mehr kann er auch nicht, ne? Leichte Sicherheitsmechs sind mit Reizgas und Elektroschockern ausgerüstet, um sich durchzusetzen. Wohingegen schwere Mechs zum selben Zweck Betäubungsgeräte haben, greift ein Gegner zur Schusswaffe, kontert der Mech umgehend mit tödlichen Antipersonenwaffen, um die Bedrohung zu neutralisieren. Es kriegt die Lage sehr schnell, gibt er nicht einmal mehr Warnung ab. Das Militär hat für Sicherheitsmechs nur Verachtung übrig. Sie überstehen zwar die meisten Feuergefechte, aber ihre VI ist einfach nicht ausgereift genug, um einen Hinterhalt zu planen, eine Geisel zu retten, eine Wunde zu versorgen oder eine der zahllosen anderen Aufgaben zu erfüllen, die ein Soldat jetzt bewältigen können muss. Ja, deswegen hat man ja auch das momentan so ein bisschen das Stress von wegen, dass quasi eine KI oder ein Computer Auto selber fahren soll. Dass man quasi selber nicht mehr Auto fährt zum Beispiel, da gab es eine schöne Diskussion. Und da ist ganz einfach, das geht nicht. Also momentan geht es einfach nicht auf den Stand der Technik. Ein Computer kann nicht Auto fahren. Weil es gibt so viele Begebenheiten, auf die man achten muss, worauf der Mensch einfach schneller reagiert. Ja, wenn auf einmal, keine Ahnung, ein Auto aus der Parklücke rauskommt und du schnell bremsen musst, wenn die Ampel auf einmal schon gelb wird und du weißt, sie wird rot, was machst du jetzt? Fährst du noch schnell dran vorbei oder bremst du ab? Was weiß ich, wenn du auf der Autobahn ist und ein Vogel kackt dir auf die Windschutzscheibe, die Scheibe in dem Moment. ist mir nicht mal passiert. Der Mensch kann einfach besser reagieren, deswegen geht sowas teilweise nicht. Deswegen wundert mich auch nicht, dass das hier auch nicht geht. Na gut, machen wir noch die Verwaltungskommunikation. Ja, komm, schaffen wir den Part noch. Trotz der schnellen Übertragungen über die Com-Banken ist die Bandbreite letztlich doch begrenzt. Für den Fall, dass Billionen Anwender gleichzeitig versuchen, ihre Nachrichten über eine einzige Com-Bank zu versenden, gibt es Zugriffsprioritäten. Ja, kennt man ja auch vom heutigen Stand der Technik. Der Citadel-Rat und die Spectres haben oberste Priorität. Sollten sie einmal die gesamte Bandbreite ausschöpfen, müssen alle anderen warten. In der nächsten Prioritätskategorie sind die Mitglieder des Militärs der einzelnen Regierungen. In Kriegszeiten kann die Kommunikation für die Zivilbevölkerung einer Verzögerung von Stunden oder gar Tagen unterliegen. Um größere Militäransammlungen zu erkennen und zu beobachten, müssen Geheimdienste deshalb auch einen Ping-Raten im Kommunikationsnetzwerk. Nach Regierungen und Militärs werden die Bandbreitskontingente an die höchsten Bieter versteigert. Wow. Medienunternehmen, insbesondere Nachrichtennetzwerke, kaufen sich größere Prioritätspakete, um ihr Publikum mit den aktuellsten Nachrichten zu versorgen. Auch andere Unternehmen, wie Finanzdienstleister und Investmentfirmen, die auf zeitgenaue Informationen und ständigen Zugriff angewiesen sind, investieren viel Geld in solche Prioritätspakete. Das kommt mir so ein bisschen vor wie so ein Premium-Paket fast schon, ne? Kauf jetzt ein! Die Einnahmen aus dem Verkauf dienen der Instandhaltung und den Ausbau des Kommunikationsnetzwerks. Private Nutzer haben zwar das Recht auf kostenlosen und unbeschränkten Zugriff auf das Extranet, zählen aber zur untersten Prioritätskategorie und müssen damit zum Teil länger auf den Zugriff warten.
Bandbreitenwiederverkäufer kaufen mit Investmentkapital ganze Prioritätsblöcke auf und vermieten dann Kontingente davon an Abonnenten. Ja, ich denke mal, damit machen wir erstmal Schluss für heute. Morgen geht's weiter. Ich denke mal, wir lesen noch 1, 2, 3, dass wir da beim nächsten Vorlesen so allmählich durch sind hier. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt eine neue Mission. Bis dann. Tschüss.